Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Elite Dangerous. Gut, ich habe mich nicht gemutet. Manchmal vergesse ich das ja. Ja, heute habe ich auch wieder eine kleine Besonderheit für euch. Mehr oder weniger zumindest. Ich werde es mal kurz andeuten. Man kann es... Ach nee, man kann es nicht sehen, weil ich ja... Haha, ich habe Standardeinstellungen. Wobei, man kann es doch sehen. Und zwar werde ich mal kurz gucken. Da ist er. Aber ich habe natürlich die Tastenbelegung auf meine Bedürfnisse angepasst. Aber ich habe mein Versprechen gehalten, als ich 250 Abonnenten erreicht hatte und nicht eine Stunde später wieder einer weg war. Das hatte ich auch schon mal. Habe ich tatsächlich auf den meine Wette eingehalten und mir einen Joystick zugelegt. Oh, das Spiel ist ein bisschen laut. Ich muss mal gerade gucken, ob ich den Sound vielleicht aus Versehen wieder auf normal gestellt habe. Ich glaube nämlich, das habe ich neulich mal... Nee, das ist sogar verdammt leise. Krass, da muss ich einfach mein Headset leiser machen. So. Ja, ich habe mir mal... Huch, das war die falsche Taste. Da will ich hin. Das Vergnügen gemacht und mir diesen Joystick geholt, den wir auch auf der Gamescom am Stand hatten. Den ich sehr gut und sehr passend finde und das macht unglaublich viel mehr, mehr Spaß. Ich habe auch schon ein paar Flugstunden damit gesammelt, allerdings hauptsächlich mit unserem neuen Schiff, mit der T7. Deswegen, die Vulture ist doch noch wesentlich wendiger, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, und jetzt muss ich mal kurz was überprüfen. Wenn ich das anhabe... Das klappt nicht. Ich muss irgendwie eine Energieverteilung finden. Nein. Nein. Eine Energieverteilung finden, in der die Schildbank funktioniert. Das wird zwar nicht helfen, aber ich tue das trotzdem mal ganz nach hinten. Das hilft auch nicht. Vielleicht muss ich dann doch nochmal die Schildbooster ändern. Denn gestern ist das Ärgerlichste passiert, was potenziell passieren kann. Ich habe versucht... Ach ja, ich ja, könnte ja noch Geld sammeln. Ich habe versucht... Oh. Habe versucht, Dings zu finden. Merits zu sammeln. Meriten, sagt man ja auf Deutsch. Hallo, komm. Funktioniert ja jetzt gar nicht mehr, wegen der Shield Cell Bank. So geht's. Okay. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, wie ich die Schildbatterien doch benutzen kann. Also, ich habe versucht, noch die Merits zu farmen, damit wir wieder Rang 4 sind und wieder die 5 Millionen bekommen. Das hat auch funktioniert. Ich hatte 490 und war... Also, ich hatte 420 und war dann... hatte dann einen Dreier-Wing bestehend aus, ich glaube, zwei Eagles und einer Python. Und dann dachte ich mir, okay, die schnappst du dir jetzt noch. Und das war dann so eine Geschichte, das kann nur... Das kann nur Elite erzählen, solche Stories. Die blöde Python hat mich dann zerstört. So, dass alle meine Merits, die ich noch gebraucht hätte, weg waren. Das war ganz toll, das hat mich auch, glaube ich, nur 600.000 Versicherungskosten gekostet. Und die müssen wir uns jetzt zurückverdienen. Und das wiederum heißt... Mal gucken, kann man das... Nein, kann man nicht. Das wiederum heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir am besten eine Kampfzone finden. Ich habe auch noch gar nicht geguckt. Ich war heute Morgen einmal kurz online, aber das war vor dem Reset. Also mein Schiff kostet in dem aktuellen Outfit sogar 800.000. Alter Vater. Ja, die müssen wir jetzt wieder zurückverdienen irgendwie. Dazu wollen wir nach Kamadinu. Die Message zeigt er wohl auch nicht mehr an. Ja, und gehen dann da mal in eine der Kampfzonen, wenn es da noch welche gibt, aber es müsste eigentlich welche geben. Und boah, ich hasse es, wenn das passiert. Du kannst mich doch mal...
Haben wir jetzt Schaden genommen? Natürlich haben wir jetzt Schaden genommen. Immerhin kriegen wir jetzt für diese Woche nochmal 5 Millionen. Und während wir hier auf den Frameshift warten, kann ich auch mal hoch kurz gucken. Boah, das ist so angenehm, ne? Es geht alles über den Stick. Wir sind immer noch auf Platz 1. Das finde ich super. Und wir sind nicht mal... Sind wir? Nein, wir sind nicht mal in Turmoil. Wir haben sogar ein bisschen mehr CC diese Woche. Das ist schön. Das heißt, wir können endlich mal wieder was tun. Alter, und das ist jetzt schon bei 53%. Dabei hat die Woche gerade erst angefangen. So. Frameshift Drive charging. Das heißt aber, wir können uns jetzt gleich wenigstens unsere 5 Millionen abholen. Das wäre das schon mal ein kleiner Start. Und dann fortfahren. Ja, das war übrigens, also ich habe ja die letzten paar Folgen, bis auf die mit der T7, waren ja mit dem Crash zusammen. Das war sehr schön. Und ich freue mich auch über einen weiteren kommenden Gast. Denn das mit dem Crash zusammen hat mich so begeistert, weil das einfach, das macht halt einfach mehr Spaß zusammen. Das muss man schon sagen. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Multiplayer-Fan, aber Koop ist natürlich was anderes. Also Koop ist, da bin ich immer gern dabei. Und beim Koop müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen, ob wir da tatsächlich eine Koop-Session machen oder ob er nur als Talkshow-Gast kommt. Und ich guck mal gerade, ob wir hier jetzt Kampfzonen haben, immer noch, diese Woche. Das wäre toll. Hm, eine Low-Intensity-Zone. Naja, das reicht ja zum Reinkommen erstmal. Ja, nämlich der Aiden Abacus. Der ja Moderator im deutschen Forum ist, bei TheDangerous.de, gleich mal ein bisschen Werbung machen. Und der auch einer der, ich glaube, das war der erste deutsche Botschafter. Ja, der wird demnächst auch bei mir zu Gast sein im Let's Play. Für ein paar Folgen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Denn er hat ja sicherlich als Forenmoderator, der ist auch im Englischen, also im offiziellen Elite-Forum von Frontier Moderator übrigens, also hoher Besuch sozusagen. Und der hat da bestimmt das ein oder andere Spannende zu erzählen. Sehr schön fand ich ja schon seine Aussage, dass wenn er die ganze Zeit, die er ins Forum gesteckt hätte, ins Spielen hätte stecken können, dann wäre er ja bestimmt jetzt schon Elite. In einem der drei Ränge mindestens. Oder hätte eine Anaconda. Ich weiß gar nicht mehr, was genau sein Satz war. Eins von beidem hat er auf jeden Fall gemeint. Und ja. Hätte ich außer dem ganzen... Hätte ich außer Elite nichts anderes Let's Played, wäre ich vielleicht auch schon in einem Baum Elite. Aber... ja, ne? Oh, apropos Elite. Und andere Let's Plays. Also hauptsächlich andere Let's Plays. Ich würde ja, ich habe es ja schon vor ein paar Monaten mal versucht, gerne Star Wars Spiele Let's Playen, weil die einfach, die passen super zum Konzept und die meisten davon sind relativ hohe Qualität. Also die schwanken meistens zwischen mittelmäßig bis gut, aber wirklich schlechte Star Wars Spiele gibt es wenige, die ich jetzt selber gespielt hätte zumindest. Und deswegen würde ich die natürlich auch gerne Let's Playen. Aber es ist unglaublich schwer herauszufinden, wie man da jetzt verfährt. Also ich habe den LucasArts Support angeschrieben. Die haben mich an die Postadresse von Disney, von der Disney Corporation verwiesen. Das war sehr interessant. Da muss ich denen wohl mal Post schicken. Nach Übersee. Denn die Frage ist ja, darf ich die Sachen, also die Terms of Use von Disney sagen, man darf die Videos machen, nur Disney behält sich das Recht vor, diese Videos, ich weiß gar nicht, ob da drin stand, dass sie sich das Recht vorbehalten, die zu sperren, aber auf jeden Fall behalten sie sich das Recht vor, Teile dieser Videos in ihrem Werbematerial zu verwenden oder wie auch immer. Und sie haben im Endeffekt zumindest einen Teil der Rechte an diesen Videos, wenn es um Disney-Produkte geht. Und ich vermute mal, dass die ganzen LucasArts-Sachen jetzt mit dem Verkauf von Lucasfilm an Disney gefallen sind. Ich hatte das ja damals schon bei Republic Commando, glaube ich, auch hier im Let's Play erwähnt, dass das ja entwickelt wurde von LucasArts, als sie noch eigenständig waren. Verlegt wurde das Ganze von Activision, als die noch nicht mit Blizzard fusioniert waren.
und habe dann Activision Blizzard angeschrieben wegen des Spiels und die meinten, ich solle da einfach mit YouTube drüber reden, was das, wie das aussieht von wegen Urheberrechts und so, wegen der Star Wars Mucke natürlich. Aber solange ich da nicht von LucasArts Seite irgendwas höre, will ich da nichts riskieren, deswegen habe ich da jetzt noch nichts weitergemacht. Also das Republic Commando würde ich gerne noch zu Ende machen. Und ich hatte noch so ein paar andere Sachen im Kopf, Knights of the Old Republic zum Beispiel. Oder... Oh, hier sind alle grün, na, das ist ja toll. Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic 2 natürlich auch noch. Wer kämpft denn hier eigentlich gegen wen? Beim Citizens Forum wollen wir uns ein bisschen einschleimen, okay. So, ich habe mir auch die Tastenbelegung gleich so gemacht, dass sie... Huch, was habe ich getan? Ein Chef abgefeuert. Das war gar keine Absicht. Aber gut zu wissen, dass das da auch geht. Waffen aktivieren. Hallo. So, gut, dass das hier nur eine Low-Intensity-Zone ist. Da sollten wir ganz entspannt klarkommen, denke ich mal. Und weil die Vulture so ein gut balanciertes Kampfschiff ist, können wir hier auch problemlos die komplette Energie aus dem Antrieb rausnehmen. Das Schiff bleibt immer gleich wendig, wie man sieht. Was ich sehr cool finde übrigens. Also wirklich nahezu perfektes Kampfschiff. So, und was ich sagen wollte wegen LucasArts, also ich würde gerne die beiden Knights of the Old Republic machen, Republic Commando, vielleicht auch Force Unleashed, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich auch Force Unleashed 2 machen würde. Das ist mir vielleicht auch ein bisschen zu... Also das ist so, das war so furchtbar. Und ich muss mich noch bei Warner Brothers erkundigen, weil ein Zuschauer, der Rattenleben... Oder die Rattenleben? Ich weiß gar nicht, aber der Benutzer Rattenleben ist, glaube ich, geschlechtsneutral. Hat nach dem Finale des Arkham Knight Let's Play gefragt, ob ich auch die anderen Teile spielen würde. Wäre ich nicht abgeneigt, muss ich sagen. Ich habe die so gerne gespielt. Also ich habe auch mittlerweile inzwischen Arkham City und Origin. Na, Origins habe ich, glaube ich, nur zweimal durchgespielt, aber City habe ich, glaube ich, schon 3-4 Mal durchgespielt. Und Asylum habe ich auch mindestens schon 3-4 Mal durchgespielt. Die sind einfach so gut. Und bei Arkham Knight werde ich natürlich noch die DLCs nachreichen. So viel nur dazu. Aber wie gesagt, also wegen der Star Wars Sachen muss ich mal fragen. Ich habe nämlich auch vorgestern geschafft, mein allererstes Videospiel, ich habe es auch bei Crash im Stream gesagt, allererstes Videospiel, das ich mir selbst ausgesucht habe vor allem, und das erste Videospiel ist falsch, das erste Computerspiel, so. Das erste Computer, PC, wie auch immer Spiel, das ich mir ausgesucht habe, das mir damals noch meine Oma geschenkt hat. Gott habe sie selig. Dieses Spiel, Star Wars Rogue Squadron 3D, das ist so gut. Vielleicht kennen es Leute vom N64, da ist es allerdings ohne den Namenszusatz 3D. Ja, das würde ich auch gerne let's playen, einfach weil das so... Es ist ein Relikt früherer Zeiten und das war wirklich so ein gutes Spiel. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich versuchen soll, einen guten GameCube-Emulator zu finden und den zweiten Teil davon zu spielen, weil der einfach noch besser war. Es ist echt eine Schande, dass der nicht auf PC rauskam. Der in guter Auflösung. Ich bin ja schon erstaunt, dass man Rogue Squadron, ich meine, das ist von 97 oder 98. Auf jeden Fall ist das noch eigentlich... Also... Ich sag mal so, die Setup-Datei ist noch eine 16-Bit-Datei. Weswegen es gar nicht so leicht war, es unter Windows 7 64-Bit zum Laufen zu kriegen. Aber es hat funktioniert. Und das in 1080p sieht schon echt schnieke aus. Problem daran ist nur, dass das Spiel nicht dafür gedacht ist, solche Auflösungen darzustellen. Und deswegen ist das immer voll verzerrt. Aber, naja. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, was ich damit mache. Das würde ich wirklich gern tun. So, und ich glaube, wir müssen uns doch mal irgendwie in ein System mit einer heftigen Kampfzone suchen. Das ist zwar ganz nett hier. Und ich kann locker dabei quatschen. Und ihr könnt... beurteilen, ob das mit dem Joystick besser geht als mit dem Gamepad. Ich würde ja bisher sagen, ja. Oh, da schießt einer mit einem Plasma Accelerator. Hoffentlich nicht auf uns. Aber...
das lohnt sich einfach finanziell hier kaum. Vor allem, weil ich ja wirklich jetzt fast 1,5 Millionen nur durch Schiffszerstörungen verloren habe. Denn ich muss zu meiner Schande ja noch erzählen, die letzte Folge, wo ich mit der T7 unterwegs war, da bin ich dann irgendwann aus Spritmangel verreckt. Das war ganz besonders toll. Es hat mich auch nur noch mal 600.000 gekostet. Du warst das bestimmt mit den Plasma-Acceleratoren, du Ratte. Ja, Tatsache. Der hat hier die Plasma-Accelerator. Ja, und übrigens wegen Voice Attack, das hatte mir ja mal wieder ein Zuschauer empfohlen, der Valentin. Muss ich sagen, ist bestimmt super cool, vor allem natürlich, wenn man Oculus oder wenigstens einen Track IR hat oder so, wobei Oculus ja mittlerweile im Moment nicht mehr funktioniert. Aber fürs Let's Play würde ich sagen, ist das nicht geeignet. Dann muss ich ständig überlegen, was war jetzt das Stimmkommando dafür und dafür. Und dann rede ich mehr mit dem Spiel als mit euch und das ist mir irgendwie nicht wert. Auch wenn es nicht teuer ist. Also es ist bestimmt toll. Ihr kennt ja mein Stichwort, meine Catchphrase, Immersion. Das große Zauberwort. Deshalb auch der Joystick. Es ist einfach so geil. Es ist richtig super. Also wer das Geld hat, in einen vernünftigen Joystick zu investieren, nur eine Empfehlung hier an dieser Stelle, wer noch keinen hat. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich einer der wenigen Leute, die dieses Spiel spielen, die noch keinen hatten. Ich habe es ja schon mal erzählt, die Geschichte mit dem CQC da, mit dem Livestream. Ich habe mich ja schon genug selbst beweihräuchert. Nein, also was ich meine ist, bei dem CQC, da war ich ja wirklich einer der wenigen, die mit dem Gamepad klarkamen. Weil die anderen alle entweder Joystick oder halt Maus und Tastatur haben. Ich weiß gar nicht, was Crash spielt. Aber der spielt Maus und Tastatur. Wow. Das Schöne ist vor allem, dadurch, dass man mit dem Joystick halt die Hände viel freier hat, kann man sich auch viel besser Hotkeys auf die Tastatur legen. Wenn man mit dem Gamepad spielt, hat man zwar technisch gesehen auch irgendwie Hände frei, aber... Naja, da was mit der Tastatur zu machen, ist schon... Da muss man halt eine von den beiden Seiten des Gamepads weglegen. Und hier habe ich ja in der einen Hand... Die eine Funktion mit Steuern und Schießen und in der anderen Hand Schubregelung. Beim Gamepad hatte ich halt Steuern und Schießen auf zwei verschiedenen Seiten, ne? Logischerweise. Und da kann man dann mal locker... Jetzt gerade fliege ich völlig freihändig. Das ging zwar beim Gamepad auch, aber... Naja, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einmal kurz den Antrieb wieder vollladen lassen. Immer genug Power im Kondensator lassen, Freunde. Und ich finde übrigens, also Voice Attack mag zwar praktisch sein und eine Komfortfunktion, und es ist ja, wie gesagt, auch nicht so teuer, wie ich dachte. Ich hatte immer irgendwas von 25 Euro im Kopf oder so, aber... da muss ich dazu sagen, das ist jetzt nichts, wo ich den großen Vorteil sehe. Der Joystick ist ja schon für mich der große Vorteil. Target Shields online. Weil die Steuerung des Interface doch wesentlich angenehmer gestaltet. Komm zurück, du Penner. Komm, machen wir mal so. Es schießt ja gerade eh keiner auf uns. Also ich muss hier wirklich gleich mal... Ich muss auch mal gucken, die Folge ist gleich zu Ende. Auch das muss ich ja jetzt besser im Blick haben, weil ich mir dachte, der Joystick hat einen eingebauten Timer. Warum sollte ich also... weiter hier mein Handy neben mir liegen haben, das dann nur nervt, weil ich aus Versehen vergessen habe, den Ton wegzumachen oder so, und dann klingelt das hier in die Aufnahme rein. In dem Zusammenhang muss ich mal gucken, nicht, dass mich gleich einer anruft. So. Boah, Alter, ich will den jetzt noch killen und dann wechsle ich die Kampfzone, dann suche ich irgendwo nach einer High-Intensity-Zone. So, das sollten doch schon mal ein paar hunderttausend gewesen sein. Ja, das geht doch. Dann begeben wir uns jetzt noch zur nächstgelegenen Basis. Frameshift Drive charging. Und werden andocken. Power plant capacity exceeded.
Mir hatte ja auch jemand den Warthog als Joystick empfohlen von Thrustmaster, aber ganz ehrlich, also... Der kostet mehr als doppelt so viel... Na, der kostet fast doppelt so viel. Nicht ganz mehr. Der kostet 160 für den hier, 315 für den Warthog, wenn ich mich nicht irre. Bei einem großen Internet-Online-Versandhandel. Und 315 Euro, also... Nee, sorry, aber das... Das ist es mir dann doch nicht wert. Außerdem sah der mir auch dann schon wieder eine Ecke zu kompliziert aus und ich bin den X52 jetzt von der Gamescom gewöhnt. Das ist dann doch mehr so mein Fall. Von daher denke ich, die Wahl war ganz okay so. Jetzt muss ich nur noch mal mein Mikro austauschen bei Gelegenheit. Das sollte dann auch kein Problem sein eigentlich. Jetzt muss ich mal gerade was gucken hier. Hey, bin ich blöd? So. Weißt du was? Komm. Power plant capacity exceeded. Dich hauen wir hier noch weg. Under attack. Allein schon um noch ein bisschen mit dem Joystick Kampfübung zu sammeln, habe ich nämlich bisher eher wenig gemacht. Außer natürlich gestern, als ich versucht habe, noch die Merits zu sammeln. So einen kleinen Explorer hat man ja mal schnell weggehauen. Wobei es mich vorhin überrascht hat, als ich festgestellt habe, das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, dabei fliegen wir die ja jetzt schon recht lange. Die Vulture ist ja auch ein kleines Schiff vom Landepad her. Ich hätte wetten können, die ist mindestens mittel. So, jetzt kriegen wir wahnsinnige 600 Credits Kopfgeld für den. Huch, nicht zu schnell werden. Das war auch so gut, als der Joystick kam und ich mir erstmal die Steuerung eingerichtet habe, wollte ich direkt als erstes mal wieder meine Tastenbelegung für die Geschwindigkeiten einstellen, hier 75, 50 und 100% und kompletter Stopp, aber das ist ja, das wäre ja ziemlicher Quatsch mit einem Gashebel. Übrigens bei dem Warthog gefiel mir oder gefällt mir auch einfach die Optik nicht, deshalb, das war auch noch so ein kleines Kriterium, was dagegen gesprochen hat. Boah, aber ich muss ja sagen, wenn ich jetzt hier so gerade drauf zufliege, ich freue mich schon so auf planetare Landungen. Das wird so verdammt geil. Das wird richtig gut. Ich kann noch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue, aber bis dahin muss ich natürlich noch ordentlich Kohle verdienen, weil wir natürlich noch ein... dann brauchen wir endlich mal ein dediziertes Erkundungsschiff. Am ehesten würde es natürlich die neue Cobra anbieten. Die Mark IV Cobra ist auf jeden Fall schon fest ins Auge gefasst, weil die Mark III schon so gut ist und mit einer Mark IV, die hat einen Hardpoint mehr, die ist zwar ein bisschen träger, aber die Mark III ist schon so das beste, man sagt ja im Gaming-Jargon, Multipurpose. Das beste Multipurpose-Schiff. Da denke ich... Wird die auf jeden Fall für uns interessant sein. So, und jetzt suche ich mal gleich irgendwo eine High-Intensity-Zone. Ich muss mal gerade husten. So, High-Intensity-Zone und dann werden wir da mal gucken, dass wir ein bisschen Kohle machen einfach. Und den Joystick ein bisschen mehr abfeiern. Huch, falsche...
Damit gelingen auch endlich mal angenehm sanfte Landemanöver. Wobei der Stick zum Hoch-Runter-Steuern noch ein bisschen, also da muss ich noch ein bisschen das Gefühl für kriegen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn der auch mehr so... Huch, da sind wir auf das komische Pad da aufgetroffen. Wenn der auch ein paar so Zonen hätte einfach. Aber naja, das geht schon, glaube ich. So, Starport Services bitte. Und jetzt raus mit der Knete. Gib mir die tolle Bounty. So, 604.000, naja, es geht doch. Und die 5 Mille. So, damit sind wir doch schon wieder bei was halbwegs Anständigem. Gut, dann würde ich sagen, suche ich jetzt mal eine Zone, eine hohe Konfliktzone, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!